Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Bevor wir jetzt hier, ja, servus, guten Abend. Bevor wir jetzt hier im Prinzip mit unserer Ernte loslegen können, werden wir auf alle Fälle mal schnell uns einen Pflug kaufen. Wir können ja dann schon mal beginnen, das ein oder andere Feld miteinander zu verbinden. 17, 18 und 19 wollen wir miteinander verbinden. Gut, 17 ist noch gepflanzt. Das will ich dann erstmal noch nicht machen. Allerdings, oh, der lenkt aber heftig. Allerdings haben wir ja 18, 19, was wir noch verbinden können miteinander. Wir schauen jetzt mal schnell, holen uns mal gerade den Pflug. Flieg, Flag, Flug, da ist er. Ups, einmal drauf und gibt dem Luder Puder. Ja, wunderbar, sieht schick aus. Und ich denke mal, der wird von der Größe auch gar kein Problem sein. Dürfte also mit dem TTV hier optimal passen. Der wurde ja auch empfohlen, inklusive dem großen Frontgewicht. Haben wir also eigentlich die perfekte Ausstattung dafür. Oh, mal gucken. Ja. Hat da eigentlich soweit keine Probleme mit, ne? Nö, kommt eigentlich ganz gut hin. Ja, hebt auch nicht ab. Alles bestens. So, das heißt, wir können dann gemütlich mit diesem Flug beginnen. Vorsicht, Mädel. So, nicht, dass ich hier einen Rock aufschlitze. Rock aufschlitzen mag für den einen oder anderen zwar ganz nett sein, aber man weiß ja nie, was drunter ist. Also von daher verzichten wir lieber mal auf den Spaß. So, die Zeit läuft natürlich parallel weiter. Wir werden uns aber jetzt dann mal so in Richtung der Felder begeben. Mal gucken, denn wie gesagt, die Kartoffeln sind noch nicht so weit und ja, oben das Ganze ist auch noch nicht so weit. Das heißt, da müssen wir eh noch eine Wachstumsstufe abwarten. Und ja, die Zeit können wir eigentlich wunderbar nutzen und können hier mit dem Pflug ein wenig arbeiten. So, jetzt will ich mir das allerdings erstmal in Ruhe angucken. Hier runter könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Ja, müsste eigentlich klappen. Und da drüben auf der Seite müssen wir auch nochmal kurz schauen. Weil dann hätten wir im Prinzip nur eine, ja, eine Stufe drin. Das hätte ich eigentlich ganz gerne. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Hier kann man natürlich nichts machen. Da müssen wir ein Stück rüber. Ich gerade überlegen, gehen wir ganz rüber? Nee, den Weg könnten wir eigentlich schon noch freilassen. Würde sagen, wir werden so mal hier in dem Bereich anfangen. So sollte das passen. Das heißt, wir senken den Pflug jetzt ab. Halt, wir heben den Pflug jetzt an. Klappen den erstmal aus. Das wäre natürlich schon mal ein Riesenvorteil. So, jetzt können wir den absenken. Werden über die Taste O entsprechend Felder erstellen, zulassen drücken. Und mal dezent beginnen. Und gucken mal, ob wir jetzt soweit einigermaßen gerade eine Spur ziehen können. Ja, das sieht gut aus. Ich ziehe die mal ganz durch, weil ich glaube, wir haben da dann doch noch ein wenig an der Seite mehr rausgeholt. Ja, der Flug zieht auch ein wenig rüber. Natürlich, jetzt fahre ich natürlich hier ganz schrottig. So, okay, das ist aber nur die Außenbahn. Puh, zum Glück rechtzeitig aufgehört. Ja, ich denke mal, so können wir das lassen. Gut, da unten das kleine Überstehende ist nicht ganz so tragisch. So, und jetzt geht es eigentlich nur um die Zwischenverbindung, die wir hier starten müssen. Das heißt, wir werden natürlich gucken, dass wir hier das optimal ausnutzen. Starten also entsprechend hier mal auf der Fahrstufe 1. So, das sieht, denke ich mal, ganz gut aus. Und somit kriegen wir dann auch die Felder anständig verbunden. Nur ein Stückchen raus, damit wir das besser sehen können, wo wir gerade da unterwegs sind. So, und da werden wir uns nämlich mal so entsprechend da so langsam rantasten. Ja, ich glaube, ganz optimiert fahre ich jetzt nicht. Aber ich möchte natürlich auch kein Risiko eingehen, dass da irgendwas dann im Endeffekt stehen bleibt. Das soll natürlich nicht sein. Ich könnte auch den Flug noch drehen. Wäre also auch noch eine Variante. Mal gerade gucken. Oh. Achso, Taste B, Flug drehen. Okay, mal gerade gucken, wie sich das auswirkt. Weil, ist glaube ich dann doch ein bisschen einfacher zu sehen. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf die Fahrstufe 1, senken das Ganze wieder ab. Ah ja, da kriegen wir auch eine ganz andere Arbeitsbreite hin. Also ich glaube, das ist dann doch noch ein bisschen besser. Und wir können natürlich auch genauer an der Spur entlang fahren. Das heißt, wir heben, drehen das Ganze. Das können wir ja zum Glück hier während der Fahrt machen.
Gehen gleich in die nächste Position. Och, ja wunderbar, da klappt das ja ratzefatze. So, sozusagen eine Nacht- und Nebelaktion. Und ihr seht, das wird einiges an Spuren werden. Also so ganz so schnell kriegen wir das natürlich hier nicht hin. So, das sieht gut aus. Dann drehen wir den Flug gleich wieder. Und werden uns auch hier wieder an die richtige Position begeben. So, ja, passt doch eigentlich ganz gut. Ja, ich bin ein wenig wortkarg im Moment, weil, ja, es ist Sonntagmittag, Pfingstsonntagmittag. Und wir haben hier 32 Grad. Ich habe hier in meinem Zimmer, in meinem Aufnahmestudio, ja, 29,5. Dementsprechend, ja, ist das Ganze auch ein wenig warm. Ich wäre froh, es wäre jetzt wirklich nachts um 11 Uhr. Da wäre auch die richtige Zeit, mal kühles Bier zu trinken. Ne? Machen ja viele gerne bei den Temperaturen. Allerdings wundern sie sich dann, dass sie dann schwitzen wie ein Ochse. Weil ist natürlich für den Körper gesehen genau das Schlechteste, was man machen kann, was eiskaltes trinken. Denn ja, dann dreht der Kreislauf da völlig durch. Weil mit Alkohol sozusagen und gleichzeitig die Hitze, das ist natürlich doch sehr, sehr stressig für die Bio. Und ja, von dem Punkt her gibt es ja viele, viele Tipps, wie man sich schön einen kühlen Kopf verwahren kann, ne? Zum Beispiel, was auch eine ganz klasse Sache ist, klingt ein bisschen strange, aber ist echt cool. Zum Beispiel ein klein wenig grünen Tee, leicht verdünnt, also aufkochen, dann mit Wasser verdünnen. Das ist so eine kleine Sprühflasche und sich damit das Gesicht einsprühen. Wie gesagt, klingt verrückt, aber das kühlt unheimlich gut ab. Und ja, ich mache das jetzt auch schon eine Zeit lang. Macht eigentlich sogar richtig Spaß, weil man dann gleichzeitig noch ein bisschen so den frischen Geruch der Kräuter noch da drin. Und das ist schon mal gar nicht übel. Kann ich also auch nur empfehlen. Oder man nimmt eine Wärmflasche mit ins Bett. Ja, ihr habt richtig gehört, Wärmflasche, ne? Was für Hitze gut ist, kann auch für Kälte gut sein. Ich habe es nämlich zum Beispiel so gemacht. Ich habe noch aus Omas Zeit eine alte Wärmflasche. Und ja, die habe ich mit Wasser gefüllt. Und habe die dann 4 Stunden vorher in den Kühlschrank gelegt und mir nachts unter die Bettdecke. Das kühlt wunderbar ab. Das macht richtig Spaß. Und für Leute, die jetzt... jetzt habe ich hier vergessen zu drehen. Okay. Für Leute, die also jetzt ohne Bettdecke schlafen, ist das trotzdem eine coole Sache. Denn ihr habt dann immer noch die Möglichkeit, das zum Beispiel, wenn ihr auf dem Rücken schlaft, einfach unter die Kniekehlen zu legen. Das ist auch eine ja, sehr, sehr gute Erfrischung. Denn meistens ist es ja so, dass man bei der Hitze nachts doch nicht wirklich gut schlafen kann oder viele eben Probleme damit haben. Und das lässt sich damit wunderbar vermeiden. So, hier rechtzeitig starten. Und ihr seht, jetzt haben wir hier schon ein paar Minuten rum, aber so richtig viel hat sich noch nicht getan bei der Feldverbindung. Was ich allerdings mal schnell gucken möchte, wie es überhaupt mit unserem Reifestadium aussieht. Es ist jetzt mitten der Nacht. Gut, also können wir dann, ne? So, jetzt haben wir also Folgendes. Wir starten jetzt also mal. Das ist natürlich echt blöd, dass das jetzt hier mitten in der Nacht ist. Eigentlich schade, aber gut, lässt sich jetzt nicht vermeiden. Wir drehen nochmal die Zeit gleich zurück. Klappen erstmal den Knaben hier auf. Da ist ja einiges, was sich da tut. Auf der Seite sieht man es besser. Jo, vorne wird der Krautschläger jetzt noch runtergelassen. Genau, wunderbar. So, und jetzt können wir im Prinzip auch direkt schon loslegen. Das heißt, wir schalten mal die Maschine ein. So, gehen auf die Fahrstufe 1 und werden uns mal so die ersten Kartoffeln einverleiben. So, ja, das schaut richtig gut aus. Kommen sehr, sehr wenig Kartoffeln natürlich rein. Da können wir also auf die Fahrstufe 2 gehen. Ist dann also definitiv kein Problem. Und ja, lässt sich genauso leicht steuern wie eigentlich in Westbridge Hills dann der Zuckerrübenernter. Ist ja eigentlich fast die gleiche Maschine. Zumindest hier von der Front. Sogar die Innereien sind ja eigentlich identisch. Von dem Punkt lässt sich das hier ganz cool steuern. Und ihr seht schon, wir haben jetzt gerade mal hier so 3 Reihen weg. Mal gucken, wie es hinten mit der Textur aussieht. Ich schläge mal den Helfer rein. Ne, sieht man leider nicht, schade. Ah, da unten sieht man die Kartoffeln, wie sie langsam reinfallen. Wunderbar. So, und das sind jetzt 4 Reihen, wenn ich das richtig sehe. Und mit diesen 4 Reihen haben wir im Prinzip jetzt schon 3000 Liter drin. Also das wird eine, ja, richtig dicke, große Ernte. Da freue ich mich jetzt mal schon richtig drauf. Ja, und das sieht also schon heftig aus, was der da treibt.
Wahnsinn. So, mal gucken, ja. Ja, der fährt ein bisschen besser daran. Also der Zuckerrübenernter ist da, lässt da ein bisschen mehr stehen. Das hat mir nicht so gefallen. Der hier kommt eigentlich ganz gut mit der Wendefunktion zurecht. Und ihr seht schon, da geht richtig viel rein. Also locker über 20.000 Liter Kartoffeln. Das heißt, da können wir jetzt eigentlich den so weit laufen lassen. Wir werden jetzt aber erstmal gucken, dass wir hier natürlich jetzt auch unsere Maishäckselaktion, hätte ich fast gesagt, unsere Weizenhäckselaktion durchführen. Haben wir oben noch ein bisschen Weizen liegen. Das möchten wir ja wieder häckseln und in die BGA bringen. Dafür haben wir das Direktschneidewerk. Und ja, da werden wir damit anfangen. Und sobald wir das dann hier oben im Prinzip erledigt haben, können wir ja unten mit der Feldverbindung weitermachen. Vor der nächsten Einsaat will ich die Felder alle miteinander verbunden haben. Von dem Punkt ist es schon mal ganz okay, wenn wir da jetzt ein bisschen in Vorlauf treten. Ist natürlich wieder mal typisch, ne? Mitten in der Nacht und unsere Ernte beginnt. Ist ja ganz toll, bin begeistert. Aber ich glaube, bei so vielen Versatzstufen lässt sich das mittlerweile fast gar nicht mehr vermeiden. Da ist dann sozusagen immer irgendwie was nachts. Autsch. Ah. Ich stehe jetzt zu. Ah. Ein Ticken zu lang. Ticken zu schnell gewesen. Hoppla. Ja, bei der Hitze werden wohl auch die körperlichen Reflexe und Reaktionszeiten etwas beeinträchtigt. Ich habe das erstmal gar nicht realisiert. Ich dachte, ich könnte da ganz normal durchfahren. Bis ich dann gemerkt habe, ups, da gab es ein paar Prozente. Das heißt also, nach dieser Ernte werden wir definitiv wohl den Kollegen erst einmal in die Werkstatt bringen. So, hier setzen wir schon mal den Helfer an. Der kann sich da schon mal freuen. So, hier werden wir erst einmal abkuppeln, weil wir brauchen jetzt nicht dieses Fahrzeug, sondern wir brauchen den Häckseltransportwagen. So, hier haben wir zum Glück auch Licht nach hinten, das ist cool. Da sieht man nämlich auch im Dunkeln dann ein bisschen besser, wo man hinfährt. Oh, noch ein Stückchen hinter. So, jetzt passt das. Und dann fahren wir mal so in Richtung unseres Direktschneidewerks sozusagen, unseres Big X, damit wir entsprechend hier richtig Gas geben können. Und das kommt dann entsprechend ins zweite Silo. Im ersten Silo haben wir ja noch was drin. So, hier machen wir mal ein bisschen langsam. Nicht, dass wir da auch hängen bleiben. Eieiei, so schnell kriegt man die Prozente drauf. Und wir wussten schon fast nicht mehr, wohin mit unserem Geld. Haha. Ja, also gar kein Problem. Ich finde immer einen Weg, unser Geld auszugeben. So, auch hier einen Moment warten. Ja, ich glaube, so ist das auch irgendwie gedacht gewesen. Oh, mal gucken. Wer ist mutiger, du oder ich? Obwohl, du bist künstliche Intelligenz. Ich fahre mal lieber auf Seite, weil du bist so künstlich, du fährst einfach durch oder bleibst stehen. So, und wir werden aber jetzt hier mal mit Vollgas neben den Big X fahren. Oh, okidoki, das passt wunderbar. Und wir werden jetzt auch beladen. Bei dem kleinen Feld lohnt sich ja noch nicht mal hier die Tempomatstufe einzustellen. Weil wenn ich mich jetzt hier hinstelle, so und hier warte, findet er uns trotzdem noch. Blöd, dass man das irgendwie so gar nicht sieht. Ach, da oben ist das Rohr, okay. Ja, dann gucken wir aus der Perspektive. Sieht dann doch ein bisschen schöner aus, dass man wenigstens etwas sieht, wenn es schon Nacht ist. Ansonsten ist dann nämlich ein bisschen Dusch da wieder mal hier. So, eben hat er mich gefunden. Das heißt, er kann jetzt hier immer schön weiter, weiter, weiter. Ich will ja hinter dir da vorbei. Wunderbar, so soll es sein. So, und jetzt können wir im Prinzip einmal gerade hier durchfahren, schon wieder stehen bleiben, weil der muss sowieso jetzt erstmal drehen. Also das klappt hier mit dem ganz kleinen Feld schon ziemlich schnell. Da brauchen wir ja noch nicht mal groß irgendwas zu machen. Wir fahren einfach nur mal ein, zwei Strecken hin und zurück. Brauchen also auch nicht die ganze Zeit permanent neben dem her zu eimern. So, hier haben wir auch schon genug Platz zum Drehen, das ist sehr gut. Oder noch ein bisschen Gras erwischt. Ist aber auch nicht schlimm. Nehmen wir ja gerne mit. So. Wunderbar. Okidoki. So, der grimme Tektron ist fast soweit. Das heißt, wir müssen unten jetzt mal gucken. Dann werden wir jetzt mal den Hüllimann einfach nehmen. Und werden den mal den Kipper hinten dran setzen. Weil, Problem ist, wir haben hier bei dem großen Deutz im Moment noch das kleine Pflüglein vorne dran. Und hier werden wir dementsprechend mal schauen. Ich denke mal, auf die kurze Entfernung wird der Hüllimann mit klarkommen.
Bin sowieso mal gespannt, weil beim letzten Let's Play, also vor dem Titanium an sich, hatten wir ja so ein bisschen das Problem, dass der Höhlimann überhaupt nicht genug Kraft hatte, um hier dann im Prinzip in die Puschen zu kommen. Also leer funktioniert das schon mal ganz gut. Das ist sehr schön. Wir müssen jetzt nur mal gucken, ob das dann auch funktioniert, wenn er soweit gefüllt ist. Weil, ah, der dreht sogar gerade hier unten. Das ist eigentlich ganz praktisch. So, können wir mal schauen, ob wir den vielleicht sogar während der Fahrt abgetankt kriegen. Von der Höhe passt das ja dicker. Jo, auch das funktioniert sehr gut. Ja, und die Parallelspur läuft eigentlich auch schon ziemlich cool. Kann ich sogar noch einen Ticken runtergehen. Jetzt haben wir es perfekt und er kann im Prinzip direkt schon während dem weiteren Ernten hier alles abgeben. Und ihr seht auch schon, ja, 18.000, 19.000, 20.000 Liter haben wir schon beisammen. So, damit hat der jetzt erstmal wieder eine Zeit lang zu tun. Das heißt, wir stellen uns jetzt erstmal hier auf die Seite. Und ja, wollte gerade sagen, kümmern uns jetzt weiter oben drum. Aber heute wird da nichts mehr draus. Ich lasse den jetzt hier noch drehen und dann ist gut, denn unsere Zeit ist schon wieder durch. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Bin froh, dass unser Kartoffelprojekt jetzt doch langsam Formen annimmt. Wir müssen dann morgen mal gucken, dass wir oben im Prinzip das mit dem Direktschneidewerk noch durchziehen, um dann noch ein paar Literchen für die BGR vorzubereiten. Und danach könnten wir sogar mal überlegen, ob wir vielleicht nicht normale Ernte mal wieder machen. Dafür haben wir ja beide Geräte da. Das überlegen wir uns aber nicht jetzt und auch noch nicht morgen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Kartoffelernte hier durchziehen. Das kann der hier ja ganz getrost machen, aber im Moment nicht. Jetzt machen wir erstmal Sense für heute. So, ausschalten, genau. So, und ja, hier geht es dann morgen weiter. Wie gesagt, hier die Ernte oben, das ja, Füllen des BGA-Silos so langsam wieder. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinn nochmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen, Servus und Tschüss.